Das Aufregende ist natürlich an dem Werk, dass es so zum Ersten Weltkrieg entstanden ist und in der, sagen wir mal, Fin de siècle-Zeit, die doch so einen Aufbruch bedeutete, auch in der Kunst eine Ahnung von Neuem bekam, aber gleichzeitig mit Lust rückwärts gewandt war. In Wien konnte man eigentlich nicht als Komponist aufwachsen, wenn man nicht so aus einer Schule von ja, Brahms, Schumann, Schubert, Beethoven kam. Und diese Art des Denkens sozusagen von diesen Komponisten ist bei ihm sehr klar hörbar. Also ein Entwickeln von Motiven aus ganz kleinen Elementen, die dann vor allem aber eben weiterentwickelt werden in dem Sinne, dass sie unglaublich psychologisch sind. Er ist ja eigentlich kein Armer, sondern er hat eine Mühle geerbt. Das ist eigentlich ein Reicher dieser Gesellschaft, der es aber damit nicht umgehen kann und wird dazu auch ausgestoßen. Und die Diskrepanz, die er hat zu seiner Umgebung, versucht er einfach dadurch zu entfliehen praktisch, indem er sich Fantasiewelten schafft. Wie inszenierst du einen Traum, ohne eben, dass es kitschig und märchenhaft wird? Meine Entscheidung war dahin zu sagen, wir reduzieren eigentlich auf einfachste Mittel und versuchen gewissermaßen so den Fantasieraum klein zu nehmen und genau zu nehmen und den daraus auch dem Zuschauer möglicherweise noch stärker zu eröffnen. Dagegen aber zu setzen, einen sehr harten, sehr klaren, sehr brutalen zweiten Akt, der auch tatsächlich eine ganz andere Welt eröffnet. Ein Görge, der aus diesem Lebendigen raus ist, der plötzlich mit dunklem und zerstörerischen Kräften konfrontiert ist. Und da sehen wir ein bisschen diese aufkeimende Gesellschaft Anfang des Jahrhunderts in Wien auch. Eine antisemitische, christlich-fundamentalistische Gesellschaft, die fast den Görge sozusagen zum Außenseiter macht, weil es ihn deklariert, zu sagen, du darfst nicht mehr träumen. Gerade im Traumgörgen sieht man, dass er sehr, sehr geschickt die verschiedenen Stile, die er unglaublich perfekt beherrscht, auch als Ausdrucksmittel einsetzt. Das ist wirklich unglaublich, wie wandlungsfähig er ist in seinen musikalischen Sprachen. Also man hat die Weiterentwicklung von Wagner bis hin zu Klängen, wo man eigentlich denken würde, das ist schon Schostakowitsch. Es
Es ist nicht ein Credo für blindes Träumen und es ist auch, glaube ich, von Zemlinsky nicht ein Weckruf auf verflüchtigt euch aus der Realität und sucht euch eure Schutzräume im Träumen, sondern es ist eher ein Credo der Realität auf eine Weise Chuzpe zu zeigen, indem man eben auch utopisch weiter denken kann. Und das, finde ich, schlägt schon sehr starke Brücken ins Heute. Er hat dann in den Jahren 1904 bis 1906 hat er an diesem Werk gearbeitet. 1907 sollte es rauskommen, aber Gustav Mahler hat dann plötzlich die Wiener Hofoper verlassen, ist nach New York gegangen. Und sein Nachfolger Felix Weingartner hat dann diese Oper kurz vor der Premiere, kann man sagen, vom Programm genommen. Die Noten gehörten der Wiener Hofoper, landeten im Archiv und sind dann dort letztendlich in Vergessenheit geraten.